Hallo und willkommen zurück zum Fußballmanager 2014 mit Fortuna Düsseldorf. Der von EA natürlich und es steht an das Spiel gegen den FC Ingolstadt, die Schanzer. Wir spielen gegen den Tabellen-Elften, die aber stärkemäßig der Zehnte sind, wie man sieht. Ja, ich habe mich vorbereitet. Es steht erstmal unser Reservespiel an, wie wir unten rechts erkennen können. Geredet haben wir, meine ich. Haben wir. Dann hoffe ich mal, dass wir kein so katastrophales Spiel haben wie gegen Fürth. Meiner Meinung nach war das immer noch grauenvoll. Und gegen Aachen, die fanden wir auch grauenvoll ab. Toll. Toll, toll, toll. Hauptsache den anderen geht's gut. Wir sind sowieso auf einer misslichen Lage und wir können gerade genau von zwei Vereinen überholt werden, wenn wir ganz viel Pech haben und München ein bisschen Scheiße baut noch. Für drei Vereine. Binnenshop hat eine Rotsperre. Boah. Woher denn das plötzlich? Nachträglich gesperrt? Ja. Ah gut, dann kommt Pinchop halt weg, dann hätte ich ihn nicht eingesetzt. Pff, ich mach doch sehen lieber. Genau, ich würde aber Nerich, glaube ich, lieber in der Linksverteidigung, links im Mittelfeld einsetzen, da ist er dann nämlich stärker. So eine Aufstellung kann man sich sehen lassen und wir starten gegen die Schanzer. 775er Gesamtstärke, ihr seid stark. Und ich hoffe, wir treffen wieder auf diese bekannten Spieler, die wir beim letzten Mal schon hatten. Vielleicht kenne ich auch noch einige, vielleicht sind ja auch einige so bekannt. Werde ich ja sehen. Ingolstadt hat, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, die letzten 5 Spiele verloren. Ich meine, sowas war das. Gegen diesen Gegner habe ich noch nie gewonnen. Ja, das wohl liegt. Vielleicht, weil ich einmal 3 zu 2 verloren habe. Seit 20 Spielen keinen Elfmeter mehr zugesprochen bekommen. Seit 20. Das ist wirklich viel. Beachtliche 5 Tore. Wäre besser, wenn es andersrum wäre. Also 3 zu 2 für Fortuna. Also im Endeffekt dann dieses Ergebnis seit 2 zu 3. Giefer, Fischgal, Bomoya, Latka, Level, Nerich, Lamberts, Kenia, Janudas, Hoffer und Reisinger. Gegen Weiß, Fatih, Matip, Mijatovic, Stelny, der Costa, Kohen, Heiner, Groß, Kajubi, Hoffmann und mit Kockmas. Reisinger Ball auf Nerich. Nerich wird gefault von Korkmaz, doch der Schiri denkt sich, ich kraul mir lieber den Eiern, so wie Jogi Löw. Das war wohl die einfachste Chance aller Zeiten. Lausch hat ein Tor für Union Berlin direkt in der zweiten Minute erzielt. Da haben wir schon Besseres gesehen. Wir haben schon Tore in der ersten Minute gesehen. Ja, und das kann er. Die beste Spiele aus dem Fußgelenk. Schmidtgall am Ball. Schmidtgall auf Nerich. Bernd Nerich auf Levan Kenia. Und Levan Kenia. Levan Kenia erneut. Ah ja. Auf Erwin Hoffer. Erwin Hoffer auf den im Abseits. Nein, war knapp kein Abseits. Dass er an den Ball überhaupt noch rangekommen ist. Es sah nach Abseits aus für mich als Laien. Es war wohl noch knapp drin. Oder er ist wirklich sehr schnell gelaufen. Kohen. Achtung, genau in den Lauf. Oder der Schira hat nicht aufgepasst. Immer was anderes. Aber in diesem Spiel gibt es, glaube ich, nie den Abseitsfehler. Deswegen wäre hier auch der Videobeweis ziemlich unnötig in diesem und jetzt muss solchen er Spielen unterzubringen. Die Latte. Weil das ein Videospiel ist und alles perfekt abläuft. Außer die Karten. Ich weiß noch, ich glaube in FIFA habe ich damals gespielt, FIFA 9 glaube ich, auf dem Nintendo DS. Da konnte man ausstellen, dass die Spieler gelbe und rote Karten kriegen. Da haben die Kommentatoren immer gesagt, ich da hätte auch gelb geben müssen, da hätte auch rot geben müssen. Aber es gab gar keine Karte. Da habe ich mir mal gedacht, woran das wohl liegt? Hoffa mit dem 1-0 übrigens. Habe ich aus dem Augenwinkel mitbeobachten können. Aber ich glaube, gegen Ingolstadt ist schon ein Pflichtsieg. Dann das auf Kenia. Und das sieht gefährlich aus. Oh, er trifft die Latte. Hoffer mit dem 2-0. Ein Doppelpack innerhalb von 3 Minuten, glaube ich. 3, 4 Minuten, irgendwie sowas. Ja, vor 4 Minuten. 2 Tore. Du musst mal mitziehen. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, Tor. 2-1. Ich glaube, wenn man hier ein neutraler Fan ist, dann denkt man sich auch so, ja, schön, viele Tore.
Und jetzt geht's weiter mit dem Tor für die Fortuna Düsseldorf. Das war bestimmt kein originaler Fangesang, aber das der ist jetzt der offizielle Fangesang hier. Das ist ja unglaublich. Düsseldorf. Hofmanner Ball und Giefer. Er hat ab, das Ding Ecke durch. Das ist eine Möglichkeit. Ich würde gerne sehen, wer die Ecke schießt. Aber nein, darf ich nicht. Wie heißt du? Einal. Ja, das ist aber ein ganz einfacher Ball für den Torwart. Wer Biola 2 geguckt hat, weiß, was Heimdall ist. Wer nicht, sofort angucken. So, und dafür bekommt der geforderte Spieler einen Freistoß in den letzten Jahren. Biola 2. Heimdall. Ein wunderbarer Pass. Schön per Kopf weiter. Oder auf Deutsch, wie man eine Demokratie diktatorisch machen kann, ohne sie diktatorisch scheinen zu lassen. Oder ist ohne sie demokratisch scheinen zu lassen, ohne sie irgendwas scheinen zu lassen. In dieser Szene, das war nicht leicht für ihn. Es ist, also irgendwie... Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Erinnert euch an meinen wichtigsten Spruch. Angriff ist die beste Verteidigung. Haben wir doch im Training tausendmal gehabt. Jetzt den Augenblick noch so geklärt. Sie fordern Eckball. Ja, den gibt's auch. Es ist gerade nur eine Frage der Zeit, bis sie den Ball reinhauen, habe ich das Gefühl. Abseits, immerhin. Bochum für 2:1 gegen Aue. Paulus hat ein Tor gemacht. In Aue. Für Aue aber. Klasse, der Paulus. Gespielt. Sind wir wieder im alten Rom, Christenverfolgung. Der Paulus. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Wir haben mehr erfolgreiche Pässe. Gerade sieht es eher andersrum aus. Gerade sieht es nämlich so aus, als würde Ingolstadt uns hoffnungslos überlegen sein. Und, der hat das und wir gerade nur einfach nur ein bisschen Glück gehabt haben. So das war richtig knapp. Reisiger, du bist aber auch heute unverschämt drauf. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurück. Heinal am Ball auf Hofmann. Hofmann oder Hofmann, wie auch immer er sich aussprechen haben sein möchte. Einwurf macht. Latka? Ne, Levels. Ne, Latka ist der mit der Glatze, ne? Das ist der da. Ja. Levels ist der mit Blond. Merkt. Das ist der Schwarze, also der Schwarzhaarige. Nicht der stark pigmentierte. Auch noch einen Mitspieler. Vielleicht darf man das auch nicht mehr sagen. Man muss sagen, stark pigmentierte Haare oder so. Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Der politische korrekt habe ich gehofft, Alfred. Will helfen der Geschichte. Zitat, wer war das? Alice Weidel? Stimmt auch nicht 100% so, richtig. Sich förmlich ja, bleib stehen! Bleib stehen! Das ist aber dem... Und leider genau geschuldet. Beim eigenen Mann fällt der Ball wieder herunter. Man musste wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit rechnen. Ich habe Glück gehabt, dass mein Computer nicht in die Luft geflogen ist. Bei alten Computern wäre das noch passiert, da sind die nicht abgestürzt, sondern bumm! Erwin Hoffer. Sag keine Ahnung. Ich glaube, selbst sie waren schon so sicher, die ganz alten Computer, dass sie nicht einfach so explodiert sind. Aber die ersten Prototypen, könnt ihr mir vorstellen, dass sie... So, das ist schon sehr souverän, wie der also nicht ganz so sicher waren. Derlei Situationen umgeht. Vor allem solche alten Taschenrechner, das waren ja im Endeffekt auch nur kleine Computer, mechanische Taschenrechner, die dann versucht haben, durch Null zu teilen. Auch nur für eine Vorentscheidung sorgen. Die sind dann auch irgendwann, glaube ich, mal. Gut gemacht. Entweder zuerst komplett verschlissen und oder explodiert. Abwehr, aufgepasst. Und mit sowas kamen die, glaube ich, nicht zurecht, zumindest nicht so gut wie ein ja, schöner elektrischer. Und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Einmal. Ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Ja, ganz klar gelbe Karte. Richtige Entscheidung des Unparteiischen. Unentschieden werden wir gerade immer noch Platz 2. Das ist erfreulich. Oh, da war auch ein bisschen... Wer war das? Das war, glaube ich, Canutas, oder? Canutas, du bist auch raus. Was ist denn heute los? Schielen die alle? Wir werden noch verlieren, ich sag's euch. Wir werden noch verlieren. Aber die Messe ist noch nicht gelesen. Eine Hälfte ist ja noch zu spielen. Die Messe ist noch nicht gelesen. Der Klassiker. Ja, Reisinger muss raus und Lamberts habe ich auch nicht gesehen. Das stimmt. Canutas kommt dann vielleicht später raus. So. So, es geht weiter. Ab geht's. Botzek und Bonsé. Und kommen rein für Lamberts und Reisinger. Die zweite Halbzeit läuft. Groß ist am Ball und der muss mal ganz dringend groß, deswegen spielen jetzt nur noch mit 10 Spielern auf dem Feld. Also eigentlich sind es ja 9 plus 1. Ist ja auch so eine Sache. Und er findet den Freistoß. Eigentlich sind es ja 10 Feldspieler. Denn der Torhüter ist ja eigentlich kein Feldspieler, ist ja Spieler. Ist ja jetzt egal. Müsste er in die obwohl Lücke alle auf einem Feld spielen. Sagt der Torwart, Dankeschön.
bei dieser Hereingabe. Versteht ihr? Gibt nicht ganz so viel Sinn, wie man das sagt. Keeper. Wie soll man sonst sagen? 9 aktive, wenn man sagt 10 aktive Spieler, wunderbar, ist ja auch nicht richtig. Ein Torwart ist ja auch aktiv. 10 dauerhaft aktive Spieler ist ja auch nicht richtig, weil meistens nur 2-3 Spieler im Spielgeschehen involviert sind. Dieser hier, dieser nicht, eine Parade nach der anderen, die führen. Da muss man mal richtig sagen. Weil wir immer daneben schießen, braucht der andere auch nicht zu parieren. Ja, Schussgenauigkeit müssen wir mal lernen im Training. Ja, Bonxi, nee, geh nicht zum Ball, das ist wieder mal typisch Aufländer. Langes Zuspiel hier, klasse. Nein, das meine ich nicht so. Das war witzig. Ja, das Kopfballspiel, das aber solche Witze darf man ja nicht mehr machen. Ja, klasse, direkt Fußballmanager 2014 mit Fortuna Düsseldorf. Das rassistische Let's Play für die ganze Familie. Also so hart kann er nicht in diesen Zweikampf gehen. Da hat er Glück, dass es nur Freistoß gibt. Die Bemerkung, die wir hier gemacht haben, die gegen jegliche politische Etikette verstoßen. Da kann er den Torwart wirklich nicht in Verlegenheit bringen. Wenn dies ein kommunistischer Staat wäre, ich wahrscheinlich längst gefoltert und hingerichtet worden. Weil die sind ja auch nicht sonderlich tolerant. Wenn man, wie die AfD so schön sagt, heute sind wir tolerant und ja, morgen fremd im eigenen Land. Ja, da kann die AfD halt nur sächsisch spielen. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht auch wenn natürlich andere, da die viele andere Karte Mitglieder haben. Nur Freistoß. Okay. Und direkt in die Mauer. Der größte Anteil ist tatsächlich aus dem Osten. Verständlich. Doch die Einzigen, die was zu meckern haben. Nee, Bremen, aber Bremen ja, ist ja SPD-lastig. Trotzdem hat es die CDU geschafft, die zu überholen. Jetzt hat er die Situation geklärt. Auch so eine Frage, wie die CDU das schafft, sich so lange zu halten, obwohl sie genauso viel Scheiße wie die SPD hat. Und der geht rein! Baut. Und der geht rein! Und Opfer. Das ist jetzt hier der Auslöser mit für dem Dreierpack. Den sinnlosen Jubel auf den Tribünen. Hälfte 15 und 62. Minute Erwin Hoffer. Die Gegenspieler hinweg, den Dresden führt 3 zu 1. Sandhausen hat angeschlossen auf das. Mit dem ersten Tor in der Partie. Hayubi am Ball, ein Spieler, den man auf jeden Fall kennen könnte. Bomoya Ubuzek. Ich würde sagen, wir können in der 70. Minute oder so Janotas austauschen. Bei Kenia vielleicht auch. Aber Kenia ist gut dabei, aber bräuchten vielleicht doch offensive Verstärkung. Müssen wir mal gucken. Ja. Die neuen Spieler haben sich noch nicht so gut eingelebt. Man könnte Onirich rausnehmen, aber das würde ich eher weniger machen. Ich würde Janotas rausholen und Bolli dafür. Oder haben wir einen besseren Spieler hier im rechten Mittelfeld? Nee. Dann kommt Bolli rein. Außer Onirich ist hier ganz gut. Ja, dann kommt nochmal Janotas. Wir haben eine 773 und jetzt haben wir eine. Ja, so machen wir's. Nierich kommt nach rechts. Und Bellinghausen nach links. Statt Janotas. Mit Kochmaß. Sauber verarbeitet den Ball. So, jetzt wird's Hofmann gefährlich. Und Kiefer. Das könnte noch eine Chance sein. Macht die Gefahr raus. Aussehen, liebe Zuschauer, dass ich da Axel Bellinghausen kommt rein. Und es wird Köln leider auf Platz 3. Ich habe ja irgendwie die Hoffnung, dass Bochum oder Fürth oder München vielleicht sogar die noch aufholen. Sie nicht aufsteigen. Am besten scheitern sie der Relegation. Das wäre am peinlichsten. War nicht ganz perfekt. Weil in der Relegation hätte Köln, glaube ich, sehr gute Chancen. Wir können uns auf jeden Fall einen einfacheren Gegner als Köln vorstellen. Wir haben zwar beide Spiele gewonnen, aber ehrlich gesagt hätte ich trotzdem lieber Ingolstadt als Köln in der ersten Liga. Allgemein, weil die schwächer sind. Und andererseits, weil eine gewisse Rivalität natürlich immer besteht und man wünscht den Feinden niemals den Aufstieg. Gut, wie er den auch wenn die noch so gut sind. Gute Abwehrarbeit. Und Köln hat gegen uns nicht schlecht gespielt. Das waren würdige Gegner, aber so oft kann man Köln einfach nicht den Aufstieg wünschen. So, an die Latte, aber der Ball ist noch... Ey! Boah! Da habt ihr einmal die Chance, die Differenz aufzubessern. Und da macht ihr so eine Scheiße. So, ihr macht jetzt defensives Zeitspiel. So. Nein, ihr macht Pause. Meine Güte. Nein, nicht offensiv, defensiv. Warum ist blau denn defensiv? Das sieht so aus, als würden sie sich erkälten und bei Rot überhitzen oder so. Ich hätte Grün genommen. Grün hört sich so Entwarnung an. Oder gelb. Oh!
Wenn er nicht rot gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Oh, war es gelb. Oh, da hätte man auch rot gehen können. Über eine andere Kartenfarbe nicht beklagen können. Da sagt er was Richtiges. Gelbe Karte, richtige Entscheidung. Sah nämlich echt übel aus. Einfach ohne Grund mal so, ach so, ich stehe mal neben dir, ne? Viel Spaß. Spaß beim Bein. Ich hab zwei übrigens, willst du noch mal ein zweites haben? Das dachte sich bestimmt auch der Gegner. Im Endeffekt hat er sich aber nur für eins entschieden. St. Pauli hat, glaube ich, verloren. Nutzen. Also ist er am Verlieren, denn ich meine, die hatten vorher auch 59 Punkte. Oder weiß ich nicht, 56, 59 kann ich jetzt nicht so auseinanderhalten. Die Zahl sieht fast gleich aus. Ich habe mir dann keine Zahl gemerkt, ich habe mir eher eine Art Bild gemerkt, sagen wir es so. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Das ist auch so eine faszinierende Sache. Manche Menschen merken sich alles eher in Textform und manche Menschen eher in Bildform. Mir ist das ganz klar eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Wenn sich Text als Bild merken kann, kann man sich viel besser merken, meine ich. Und jetzt fällt noch nichts Besonderes mehr. Ein Viererpack. War das so? Viererpack? Ja, wahrscheinlich. Arvin Hoffer hat einen guten Dach, sag ich mal. Dann will ich ihn auch gar nicht auswechseln, dann war richtig, dass ich den drin behalte und wir hätten auch keinen zweiten Stürmer gehabt. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, der nicht sowieso schon, stand er nicht kurz vor Geldsperre? Natürlich holt er die gelbe Karte Geldsperre. Also wenn das nee, so das weitergeht war, ich, mit den gelben Karten, ja, ich weiß nicht, nicht, ob das bis zum Levels Ende nicht war mit blond. Noch eine rote Karte gibt. Einal. Uffmann. Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler Hofer? Da die Räume eng machen. Hofer. Der Herr Hofer. Norbert Hofer von der Freiheitlichen Partei. Präzise gespielt. Ostlands. Österreich. Ist ja kein Unterschied. Österreich, Australien. Austria, Australia. Solche Aktionen. Die Fall ist aber tatsächlich Österreich. Die Partei, mit der die AfD nichts zu tun haben möchte und trotzdem mit der AfD was zu tun haben möchte. Und auch andersrum. Natürlich auch mit dem Resultat können sie mehr als zufrieden sein. Ja, Paula hat unentschieden. Paula hat unentschieden. 0-0. Ach ja. Die 58 Punkte, das hört sich so komisch an. Naja. Vielleicht habe ich einfach von Anfang an rechts in die Tabelle geguckt. So, wie sieht's mit Fairplay-Wertung aus? Sind wir auf Platz 18? Hatte die Ingolstadt war die unfairste Mannschaft. Die haben auf jeden Fall mehr rote gelbe Karten. Wir sind Spitzenreiter bei den roten und gelb-roten. Zusammen erst recht Spitzenreiter. Wow, also. Wenn wir das in der Bundesliga so weitermachen, kommen wir, glaube ich, nicht weit. Da können wir nicht einfach mal so andere Spieler einwechseln. Da brauchen wir eine Elite-Mannschaft als so ein schwacher Verein. Und wenn dann ein guter Spieler ausfällt, dann dumm. We have to fight weiter. Beatrice. Mein Hund, der ist absolut harmlos. Das wäre so eine typische Aussage, die Günther Spitz auch treffen würde. Also mein Roleplay Günther Spitz. Mein Hund, da ist absolut harmlos. Also absolut. Man könnte einen Mercedes-Benz kompakt über die Geschichte von Günther Schmitz machen. Da können wir mehrere Folgen zu machen. Hat ein sehr interessantes Leben. Mit seiner Frau. Ja. Das ist ja Anneliese, glaube ich. Mit seinem Sohn. Mit seinem Kellner, dem Per. Bei dem er sich immer Almdudler und, Cappuccino, glaube ich, bestellt. Ich spiele lieber gegen große Stürmer, die kleinen Wein zu ja, Schach ist für mich neben Fußball der schönste Sport, weil er wegen den Figuren auch ein Mannschaftssport ist. Oh. Damit weiß ich, wie es ausgeht. Fußball habe ich keine Ahnung. Ja, und der Kölner, der macht hier wieder eine Büttenrede. Als mehr kann man das auch nicht bezeichnen, was die Kölner da immer von sich geben. Das war jetzt vielleicht ein bisschen dreist. Wahl zum Fußball des Monats März. Vedat Ibisevic. Erwin Hoffer. Hoffer für 20%. Respekt, Hoffer. Ein Zweitligist, das hat man selten nicht. Da müssen wir echt gut sein. Erwin. Das sind 4 Tore in einem Pflichtspiel schießen. Das ist eigentlich nur ein Jahr Stand Viererpack. Habe ich also richtig gesagt. Habe ich mich nicht blamiert. Paderborn jetzt gerade auf Abstiegsplatz zur dritten Liga. Jetzt hier in der Realität in die erste Liga aufgestiegen. Ja, der Herr Klinkers. Von mir aus auch der Herr Klinkers. Also hoffe, eigentlich müsste ich dich für die, dass du Dritter bei der Wahl zum Fußball des Monats gewählt wurdest, müsste ich dich eigentlich loben. Wir haben 4 Spieler vor der Gelbsperre. Bin ich fast mit zufrieden. Ach, Wehkamp und Golli.
Pickup und Golli sind ausgefallen. Das ist ja erfreulich. Bis zweiter, vierter. Auf zwei Tage. Ich glaube, die erste Mannschaft kann er sich erstmal abspinken, vor allem in der ersten Bundesliga. Aber Hoffer, der hat eine Stärke, mit der kommt er auch gut in der ersten Bundesliga zurecht. Auch nur Hoffer. Wir haben noch einen Bonsé mit 67 hier gerade stehen, weil der Reisinger und der Benchop schlapp machen anscheinend. Was haben wir denn momentan für eine Stärke? 784. In der ersten Bundesliga. Wo wären wir denn da ungefähr? Ziemlich weit unten. Wenn wir aufsteigen, haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja. Wären wir ganz unten, würde ich mal sagen. Ja, 50, 60 vielleicht. Aber wir schaffen das. Aber dass Braunschweig immer noch nicht in den Abstiegsplätzen ist, das ist echt. Also die Relegation würden die auf jeden Fall verlieren. Deswegen hoffe ich, dass Hertha da bleibt, wenn Köln auf dem dritten Platz bleibt. Für Bochum oder Fürth würde ich den Aufstieg gönnen. Aber Köln nicht. Nicht Köln. Die haben gegen München auch unentschieden gespielt. Das ist natürlich doppelt peinlich, wenn die gegen München unentschieden machen. Ja, acht stärkster Verein, das ist natürlich doppelt peinlich. Wenn das jetzt Düsseldorf oder Pauli wäre, dann wäre was anderes. Pauli als viertstärkster sich so weit oben halten kann. Paderborn ist hier grauenvoll dabei. 1000 auch. Also warum ist denn 1000 so schlicht? Naja, egal. Folge hat überlegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss mit euch.